Hallo, herzlich willkommen auf der Messe hier in Nürnberg. Wir sind hier am Rocco-Stand und wir möchten Ihnen jetzt gerne das Next Generation vorstellen. Hallo, heute bist du der Lokführer. Sam begleitet dich auf der Fahrt von München nach Paris. So, hier kann man dann eben das Spiel gleich beginnen. Man gibt sozusagen den Namen ein. Dein gewählter Loktyp bestimmt die Fahreigenschaften deiner Lok. Fahr möglichst genau in 15 Sekunden zur Grenze. Schaffst du es zwischen 14 und 16 Sekunden, hast du deine Aufgabe erfüllt. Wenn ich pfeife, geht's los. Ob er das jetzt schafft, ist die Frage, aber wir probieren es einfach mal aus. Bravo! Deine nächste Aufgabe. Fahr so schnell wie du kannst nach Paris. Nutze dazu den Turbo. Beim Pfiff geht's los. Man hat eben die Aufgabe, jeweils in einer gewissen Zeit diese Action Points zu erreichen. Und dann gibt es verschiedene Levels, die gilt es zu schaffen. Und dann kann man das mit dem Set schön aufbauen. Man hat ein Starter-Set für 99 Euro und kann das dann jeweils mit den zusätzlichen Paketen dann aufbauen. Ja, dann kommen wir zum Herrn Habeck. Herr Habeck, was haben Sie sich in der Spielidee denn gedacht? Ja, mit Next Generation schaffen wir die Innovation für die Kinderzimmer dieser Erde. Kinder fahren mit Loks nicht gerne nur im Kreis. Das ist nach einer halben Stunde ziemlich langweilig. Wir kombinieren mit unserer neuen Applikation virtuelle Spielehandlungen mit real auszuführenden Handlungen. Das heißt, unsere Loks und unsere Waggons stehen genauso im Fokus wie ein Computerspiel. Wir holen die Kinder dort ab, wo sie zu Hause sind, Smartphones, Tablets, in jedem Haushalt dieser Erde daheim. Die Kinder haben Spaß, Spannung und haben die Möglichkeit, sich über viele Levels ihr Spiel sukzessive weiter auszubauen. Das heißt, die Kombination virtuell-real erfährt hier eine ganz neue Dimension. Ihr seht also, es gehört nicht nur Schnelligkeit dazu, man muss auch Cleverness und Geschicklichkeit mitbringen. Hier endet unsere Demofahrt. Mehr zu Next Level Spielfreude in Kürze.